Und das war nicht gut. Und wieder zurück. Wer hat sich diese sadistischen Räume ausgedacht? Ey, das gibt's doch nicht. Ja, es waren die Watchers. Ist schon klar. Die mir jetzt hier zugucken, wie ich gerade ins Gras beiße. Na, Flügelchen, da bist du. So, nach jedem Flügelchen, was rauskommt, speichere ich erstmal. Hi. So. Das war der falsche Zauber. Ich gehe mal ein bisschen auf Risiko. In der Hoffnung, dass ich jetzt alle fünf oder was es waren hier drin erwischt habe. So, die beiden sind schon wieder hungrig. So, damit er nur sich weiter heilen kann, während ihr hinten regeneriert. Weil zum Glück macht Regeneration, also der Regeneration Spell, wirklich eine passive Heilung und nicht einfach nur die Regeneration hoch. So. So kriege ich wenigstens einen von denen ganz langsam tot. Ohne dass mir der andere Probleme macht. Beasthorn, Beastbone. So, ich glaube, einer ist irgendwie gerade rausgekommen. So, Heilung anwerfen. Jetzt hat er auch Hunger. Würde ich die beiden von der anderen Seite ungern rauslocken.
Ja, das ist jetzt halt absolutes Safe, was ich hier spiele. Ah, das ist wirklich jetzt gerade safe. Soll ich mit der Cave Nettle? So. So, ein Level up für sie. Dann gibt es jetzt endlich mal. Bessere Bogenskill für sie. Hi. Boah. Das ist nicht das, was ich erreichen wollte. Kann ich dich hier reinlocken vielleicht? Irgendwie nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall irgendwie Damage gemacht. Ja. Muss bloß aufpassen, dass der andere nicht auf die Idee kommt, von hinten reinzukommen. Dann ist alles gut. Wow. So, du bist jetzt alleine. Das heißt, ich kann dich hier ins Kreuzfeuer nehmen, wollte ich schon sagen. Aber ganz ehrlich, so eine so ein Bogenschurke hat es halt nicht so mit dem Schadensoutput, wenn die Pfeile nicht magisch sind. So. Zahnradschlüssel ist okay. Hat noch irgendwer Essen versteckt? Nö. Gut. Was ist das denn hier? Ich hoffe es mal.
Und irgendwo ist was aufgegangen. Ein Morgenstern. Nicht ganz so interessant. Der Rubinschlüssel. Das ist interessanter. Exit Gate Controls. Okay. Irgendwie kommt mir das hier doch bekannt vor, wollte ich gerade sagen. Das sieht aus wie ein Gaia's Garden. Ninja Pants. Mehr Protection, weniger Evasion. Ist okay. Protection Energy. Sie hat solche Gloves an. Du hast Evasion. Na, dann zieh doch die mal an. Ah, yes. Gloves for Mage of My Skill. Okay. Eine Giftbombe. Na toll, jetzt hast du wieder ein Überladungsproblem. Spellfire Stuff. Battle Mage Equipment and Spellfire Trinity. The Shields. The Sheet Spares, Spell and Staff of Spell, I bring them together and they will serve you well. Spellcraft Design Ding. Area of Effect Damage, what? Kostet 30 Mana plus Leben. Ein- bis zweifacher an Spellcraft. Ein- bis dreifacher an physischem Schaden. Amplify and Refine. Okay. Das war ein... Was war das für ein Spell? Spellcraft-Spell. Und zwar... Adept. Spellcraft-Spell. Mit einem Spell kann man das Ding hier verändern. Ah ja. Jetzt das große Finale dieses Ding hier. Spellfire Shield. Battle Mage Equipment and Spellfire Trinity. Das Shield, Spell and Stuff, bring them together, they will serve you well. Habe ich, den Spellfire Spell. Fireball Spellfire Burst. The Spellfire Burst resonates. Mhm. Oh. Da war auch was.
Du bist ein Geiersgarden. Ob ich aber so schnell da rein möchte wieder. Ich gehe erstmal hier hoch auf die andere Seite. Guck mich da unten noch um. Hier müsste es ja ähnlich sein dann.